Hallihallo, Hallöle. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pro Contra Germany. Wir sind heute mal wieder im Charisma in Bonn, seit langer Zeit mal wieder. Kleine Info zur Bar. Ist zur Nummer 1 in Bonn gewählt worden und zählt zu den Top 4 in NRW. Ist eine sehr chillige Bar. Wenn ihr mal hier in der Nähe seid, schaut ruhig mal vorbei. Auf unserem Kanal seht ihr auch einen kleinen Trailer darüber. Falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr einfach mal reingucken. Aber heute geht's um die Aurum Hooker Miniseries. Das ist eine Pfeife, die aus Amerika kommt, von der Firma Aurum, importiert durch die Firma Dacom. Schönen Gruß hier an Said und Ismail, danke für die geile Pfeife. Das ganze Teil besteht aus Borosilikat und hat ein ganz normales Stecksystem, wie ihr es von Glaspfeifen kennt. Also hier, ne, schön 18,8er Schliff. Könnt ihr quasi alles auseinanderholen, genau. Teller, Rauchsäule und Tauchrohr. Tauchrohr. Der gehört nicht dazu, den haben wir nur so. Hier könnt ihr Mola-Catcher noch mit rein basteln und wie ihr wollt, ultra geil das Teil. Wir sagen, wir bauen jetzt mal einen Kopf und sehen uns danach beim Rauchen mal wieder, damit ihr mal seht, wie das Ganze so ist. Und wir erzählen euch ein bisschen was vom Durchzug und so weiter und so fort. Preislich? Preislich liegen wir hier bei 129 Euro, meine ich, habe ich gesehen, oder 119 Euro. Roundabout, ob die 10 Euro jetzt hier ankommen, genau. 119, 129 habe ich auch so im Kopf. Genau. Auf jeden Fall, wir wissen, wie sie ist. Seid gespannt. Bis gleich. Yes. Ja, Leute, hier ist die gute Pfeife. Wir haben das Ganze jetzt mal ein bisschen angeraucht hier. Rauchen gerade mit dem Kalut Vitria. Das ist der Silikon-Glaskopf. Review davon folgt natürlich auch noch. Verarbeitung von der Pfeife. Verarbeitung finde ich sehr, sehr gut gemacht. Bis ins kleinste Detail, das hat man hier gesehen. An den Ausblasventil. Gefällt mir wirklich sehr gut. Das Ganze besteht aus Borosilikat. Das sorgt auch dafür, dass das Glas schön ganz bleibt, auf gut Deutsch. Weil Borosilikat hält viel Hitze aus und hier oben bis hier unten ohne Molassefänger, weil der ist ja nicht dabei, habt ihr echt sehr, sehr viel Hitze. Borosilikat hält das Ganze natürlich aus, was da natürlich die richtige Entscheidung ist. Wir haben hier, damit ihr es mal optisch seht, einen Molafänger zwischengehauen. Der gehört nicht zu Aurum Hooker dabei. Der ist von THS. Und damit ihr mal seht, wie das Ganze so ist. Rauchverhalten ist sehr krass. Also mit dem Kopf, mit einem Funnel, zieht die so dermaßen durch. Ja. Ich finde es da schon ein bisschen zu viel, also zu leicht. Im 5-Loch-Tonkopf habe ich es auch getestet. Habt ihr einen sehr schönen Durchzug. Immer noch sehr leicht, aber trotzdem sehr angenehm. Was uns persönlich am besten gefällt, nur wir haben jetzt in einem direkt mit dem Kopf gedreht, deswegen haben wir das jetzt auch so gelassen. Gefällt mir trotzdem sehr gut, ist eine Hammerpfeife. Preis, wie gesagt, haben wir gesagt 119 bis 129. Auch hier finde ich gerechtfertigt. Immerhin kommt das Teil aus Amerika, es wird nach Deutschland importiert. Ist eine schöne Pfeife, also ich finde es mit dem Logo vorne drauf auch geil. Schön in Gold, ja, finde ich geil. Macht auf jeden Fall was her in der Sammlung. Ich denke, ist auch eher was für Leute, die auf so Glaspfeifen stehen und, richtig. Und sammeln. Schönes Design. Einfach echt geil. Gut. Kaufempfehlung von meiner Seite aus ist definitiv gegeben für diese Pfeife. Preis-Leistung stimmt auch, meiner Meinung nach. Optimal. Definitiv optimal. In diesem Sinne, schaltet wieder ein, wenn wir wieder am Start sind und bleibt geschmeidig.